Herzlich willkommen. Wir sind live im Team Enjoy Ölemarathon, Januar 2022. Hallo Renate, Robert, großartig, dass ihr dabei seid. Britta, Knebel, Tanja Erhardt, hallo. Vanessa Corrado, super. Anja Kindermann, schön. Claudia Lang, Sarah Werner, Nadine Semlitsch-Ziehe, super, dass ihr hier seid. Und Ayla Büche, die das Ganze organisiert hat. Ohne Ayla kein Ölemarathon. Vielen Dank schon vorweg. Und seid ihr alle freigeschaltet? Könnt ihr euer Mikrofon einschalten oder habe ich euch abgeschaltet? Wir sind an. Geht. Oh, okay. Ja, geht. Dann hören wir natürlich gerne gleich mal eure Wünsche für das Jahr 2022. Wir hatten vor 2 Tagen einen Call mit Mary Young. Die ist ganz begeistert. Es ist gerade die Balsam-Tannenernte in Highland Flats im nördlichen Idaho im Gange. Wärmer wie normalerweise. Es ist Tauwetter da. Normalerweise ist es so die Zeit, wo es so minus 15, minus 20 Grad hat. Und die, die sind voll am Destillieren. Es wird nämlich so das Jahresbedarf an Balsamtanne, dachten wir, wird in der Winterernte gemacht. Was ist es in Wirklichkeit? Die destillieren jeden Tag das ganze Jahr hindurch. Aber die Balsamtanne gibt im Winter 3-mal so viel Öl wie im Sommer. Und deshalb, das ist etwas, was dem Gary vom Landell gesagt wurde, vom Vater Landell. Und das wusste der Gary bis dahin nicht. Und deshalb kam diese Tradition der Balsamtannenernte in Highland Flats in Gang. Und das ist das, was die Kultur eigentlich von Young Living ausmacht. Das heißt, im Moment alles im Zeichen dessen. Und der Jacob Young hat seinen ersten Vortrag gegeben vor versammelten Diamanten. Über 330 waren wir. Und stellt euch mal vor, der ist wie sein Vater. Der ist in Tränen ausgebrochen. Das war super. Der war so gerührt, weil die Young Living Foundation, ich werde irgendwann im Laufe der 24 Stunden, werde ich da einiges einfügen und euch erzählen, weil das sind alles Neuigkeiten. Jedenfalls macht er irrsinnig Fortschritt, sowohl im Labor mit dem Öle destillieren, als auch mit dem ganzen Young Living als Firma, Young Living eigentlich als riesiges Familienunternehmen. Und dann hat er prompt, sind ihm die Augen feig geworden. Und beim Gary Young, da könnt ihr euch noch erinnern, da hat er immer gesagt, ja, I have my allergies, also ich kriege meine Allergien. Der Jacob Young, der hat diese Ausrede noch nicht parat gehabt. Da war, das wird er sich vermutlich irgendwas einfallen lassen. Jedenfalls war dann gleich plötzlich von rechts die Hand von der Mary Young. You're doing good. Das ist direkt von vor 48 Stunden. Wir haben einen super Ölemarathon mit ein paar super Speakers, 28 super Speakers dieses Mal dabei. Ich freue mich sehr. Und beginnen wir mit euren Wünschen, mit eurer Botschaft für das Jahr 2022. Wer möchte starten? Was möchtet ihr unserem Publikum mitgeben? Gut, dann fange ich an. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass immer mehr Menschen erkennen, woher wir kommen und wer uns erschaffen hat. Und ich wünsche mir, dass die Menschen auch erkennen, dass die göttliche Einheit, die uns erschaffen hat, auch die Natur erschaffen hat. Und dass in uns eine immense Kraft ist und genauso in der Natur. Und dass wir diese beiden Kräfte hier auf der Erde zusammenbringen, um ganz Großes füreinander zu bewirken. Wunderbar, vielen Dank. Robert? Ich kann mich eigentlich da nur anschließen, was Renate gesagt hat, weil ich will ja das auch und ich will mich auch auf den Weg begeben. Und darum bin ich eigentlich genauso, wie Renate sagt, wir miteinander, mit Natur und der Mensch, ja, wir sind eins, wir müssen das verbinden, im Hier und im Jetzt. Das ist wichtig. Wunderbar. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Renate.
Liebe Britta Knebel, du warst schon auf verschiedenen Farmen. Du kannst dir vorstellen, Highland Flats, Balsamtannenernte. Da ist viel los, viel Öl in der Luft. Was ist deine Botschaft für 2022, liebe Britta? Ja, wenn du sagst, dass die Farm, das ist was ganz Besonderes und ich liebe den Besuch der Farm, denn da lernt man Young Living richtig kennen. Und ja, ich wünsche mir, dass wir heute diese wunderbaren Öle kennen und schätzen lernen dieses Jahr, weil sie einfach so eine große Kraft haben und uns so unterstützen können und uns auch zusammenbringen. Sie sind was ganz Besonderes. Stellt euch mal vor, weil ihr habt jetzt einen identischen Wunsch geäußert, Renate und Britta, mehr Menschen diese wunderbaren Kräfte der Natur kennenlernen. Stellt euch nun mal vor, jeder in eurem Team, der die Öle kennt, stellt es in diesem Jahr einer weiteren Person vor, dann ist euer Team verdoppelt. Wenn jeder in eurem Team auch nur einer weiteren Person die Öle vorstellt und sie abholt, dann ist euer Team doppelt so groß. Und das ist so das Power vom Network, was wir immer wieder unterschätzen. Gibt es drei Menschen weiter, kann nämlich eigentlich jeder. Jeder kennt drei Leute, die man für was begeistern kann. Aber hier, wir sprechen nicht einmal von jeder gibt es drei Leuten weiter. Wenn es jeder nur einer weiteren Person weitergibt, ist euer Team doppelt so groß. Wäre eine ganz einfache Strategie, das zu verdoppeln in diesem Jahr. Und wenn man das schafft, was eigentlich total einfach ist, jede Person gibt es in einem Jahr einer einzigen anderen Person weiter. Und dann im nächsten Jahr wieder, was ist da alles zu erreichen? Arbeitet in diesem Sinne am Mindset eurer Leute, weil viele sind immer noch ein bisschen zurückhaltend, trauen sich nicht in die Sichtbarkeit. Ihr seid da großartige Vorbilder, ihr kommt vor die Kamera, ihr kommt an einen 24-Stunden-Livestream, ihr begeistert die Menschen mit Fachwissen. So wichtig, dass wir noch mehr Menschen abholen, dass die das auch aktiv weitergeben, gerade in dieser Zeit. Anja Kindermann, was ist deine Botschaft für 2022? Ja, also für mich ist es tatsächlich so, dass ich den Eindruck habe, dass wir uns in diesem Jahr enorm vorwärts bewegen werden. Das bekomme ich ja tatsächlich bei mir selbst mit, aber auch in meinem Umfeld. Und ich wünsche mir absolut, dass ganz viele Menschen für genau diese Vorwärtsbewegung auch auf die Möglichkeiten zurückgreifen, die wir auch mit den Ölen bekommen haben. Das steht tatsächlich für mich in diesem Jahr über allem gerade. Großartig. Vielen Dank, liebe Anja. Claudia Lang, was ist dein Wunsch für 2022? Ich habe mich dieses Mal beim Ölemarathon für Magnify Your Purpose entschieden, weil das auch so ein ganz großes Thema ist, das ich einfach jetzt für 2022 allen Menschen wünsche, dass sie den Lebenssinn erkennen, ihren Lebenssinn erkennen und eben ihr volles Potenzial leben und dem immer näher kommen. Großartig. Vielen Dank. Susanne Beck, dein Wunsch für 2022. Ja, danke, Aditya. Mein Wunsch für 2022 ist, dass wir alle wieder mehr in unsere Liebe kommen, dass wir aus der Angst rauskommen, dass wir unser Ego zurücknehmen, dass wir nicht mehr so viel im Außen sind oder uns vom Außen verrückt machen lassen, sondern einfach ganz bei uns selbst sind, erkennen, dass im Außen auch immer Spiegel für uns da sind, wo wir uns selbst auch erkennen können. Und in allererster Linie, dass jeder bei sich selbst anfängt, sein eigenes Licht hochhält, seine Energie nicht runterziehen lässt, sondern einfach an sich selbst arbeitet und an seiner Liebe arbeitet. Du hast vorhin so schön gesagt, Aditya, Mindset, und das ist absolut mein Riesenthema, weil es sind nicht die Dinge, die passieren, es ist die Dinge, wie wir sie bewerten. Und wenn wir unser Mindset ändern, also es schaffen, die Dinge anders zu sehen, dann können wir einfach frei und glücklich leben. Und diese Chance wünsche ich uns allen wirklich für dieses Jahr. Fantastisch. Liebe Sabrina Veth,
dein Wunsch für 2022? Hallo, lieber Aditya und auch die anderen. Ich wünsche mir für das Jahr 2022, dass die Menschen in ihr Vertrauen kommen, dass die Menschen lernen, ihre Wahrheit durch ihr Herzen nach draußen zu tragen und dass wir respektvoll miteinander umgehen und dass wir dieses Bewerten und Verurteilen einfach auflösen und gemeinsam in dieser Balance auch leben und wieder lernen zu vertrauen und dass jeder genauso richtig ist, wie er ist und in seiner eigenen Energie leben darf. Und darin finde ich die ätherischen Öle von Young Living ein wunderbarer Unterstützer für uns alle. Wow, wunderschön. Simone Ostrowski. Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Hallihallo, es ist ganz schön stürmisch hier gerade. Was sind deine Wünsche für 2022? Ich wünsche mir tatsächlich, dass ein bisschen mehr Achtsamkeit untereinander, die Selbstfürsorge mit den ätherischen Ölen, dass wir wieder mehr zu uns finden, ein bisschen mehr im Innen sind als im Außen und wirklich das Miteinander und Füreinander wieder stärker wird. Wunderbar. Und du bist da gerade aus dem Meer gestiegen. Wo befindest du dich aktuell? Wir sind aktuell auf Curaçao in der Karibik. Oh, wunderschön. Super. Gratuliere. Danke. Eda, deine Botschaft für 2022. Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch alle und freue mich, dass ich hier für meinen ersten Young Living Day auch mit einer Aktion dabei bin. Ja, und ich möchte in die Welt hinausbringen, dass die ätherischen Öle einen so bereichern können, dass man so viel mehr als nur gut duften kann. Und ich wünsche mir wirklich, dass jeder in diesen tollen Genuss kommt, diese ätherischen Öle an sich auszuprobieren und mehr zu sich selbst zu finden und ja, über sein eigenes Ich hinauswächst. Wunderschön. Sarah Werner, deine Wünsche für 2022? Hallo zusammen, vielen Dank für den wundervollen Young Living Day wieder. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und wünsche mir, dass wir alle auch wieder in die Liebe und Verbundenheit kommen, zum einen für und mit uns selbst und dadurch dann auch das Ganze wieder nach außen tragen können, sodass wir dann auch alles, was die Vorredner auch schon gesagt haben, wieder ins Miteinander und Füreinander, in dieses Gefühl kommen. Wunderbar. So sei es, so ist es und so ist es geschehen. Also diese Wünsche, die wir hier äußern zu Hause, die ihr live dabei seid, per Livestream, per Live-Seite, wo auch immer ihr das zuseht, bitte formuliert euren bewussten Wunsch für 2022, weil wir schicken gerade eine Menge gute Energie und Inspiration in den Äther. Und Äther und ätherische Öle haben was zu tun. Wir beflügeln den Äther dann auch noch, indem wir gut ölen. Vielen Dank, Sarah Werner. Nadine Semlitsch-Zehe, deine Botschaft für 2022. Ja, vielen Dank, liebe Aditya. Hallo alle zusammen, die hier mit dabei sind, alle Zuschauer. Was wünsche ich mir? Ich weiß nicht, ob ihr seht, mir scheint gerade ziemlich die Sonne ins Gesicht. Das ist mal das Erste, was ich euch wünsche. Sonnenmomente im nächsten Jahr, wo euch die Sonne ins Gesicht scheint. Und darüber hinaus wünsche ich den Menschen einfach allgemein, dass sie für sich entdecken, was sie sich eigentlich wünschen. Weil wir können natürlich viele Wünsche äußern, aber wichtig ist, dass jeder Mensch für sich auch entdeckt, was wünsche ich mir denn und was ist denn für mich gut. Und dann wünsche ich die Kraft dazu, das tatsächlich auch umzusetzen und in die Realität zu bringen, zu gestalten, selber quasi die Schöpferkraft, die wir alle auch besitzen, zu nutzen. Und ja, da haben wir natürlich auch unsere wunderbaren Öle, die uns eben gut unterstützen können, um diese Kraft zu nutzen. Das wäre mein Wunsch für dieses Jahr. Wow, sehr kraftvoll, vielen Dank. Tanja Erhardt. Ja, hallo. Ich wünsche uns und mir für dieses Jahr, dass wir wieder erkennen, was uns verbindet und einfach mal außer Acht lassen, was uns vielleicht trennt. Dass wir wirklich wieder einfach spüren, wir gehören zusammen,
Wir können zusammen was bewegen. Und ja, das wünsche ich mir einfach. Und dass wir zusammenkommen und einfach zum Beispiel die Öle genießen und uns wohlfühlen. Da gibt es ein Öl, das heißt Higher Unity. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen, wo ich gesehen habe, wie viel das kostet. Ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein, aber da sind wirklich die allerbesten Sachen drin. Heiliges Sandelholz, heiliger Weihrauch und, und. Und wer von euch hat das Higher Unity schon mal gerochen? Das ist sensationell. Dieses Einssein, von dem Tanja spricht, von dem viele von euch gesprochen haben, immer über die höhere Einheit herbeiführbar. Denn wenn wir auf der Ebene, Albert Einstein hat es so schon mal gesagt, man kann ein Problem nicht lösen auf der Ebene, auf der es entstanden ist. Man muss auf eine höhere Ebene gehen. Und dieses Einssein, was zum Teil verloren gegangen ist, eigentlich sind wir alle wie Wellen im Ozean. Wir sind als Menschheit wie der Ozean und jeder von uns ist halt so eine Welle. Und mal sind wir als Welle oben auf und wir denken, super, und dann sind wir unten durch im Wellental und wir denken, oh Gott, schrecklich, hier geht es gar nicht mehr. Aber wir sind alle Ozean. Wir sind alle Menschheit, mal oben auf, mal unten. Und es ist sogar ganz witzig, wie die Wellen ineinander fließen. Wir fließen ja auch ineinander, zwar nicht auf der körperlichen Ebene, aber auf der energetischen Ebene, emotionalen Ebene, mentalen Ebene, spirituellen Ebene fließen wir ineinander. Und das ist genau Higher Unity, wenn ihr das Glück habt, dieses Öl zu haben. Wie gesagt, das ist eine der teuersten Ölmischungen überhaupt. Aber wenn ihr das habt, verwendet das bewusst genau mit diesem Gedanken, weil ein Problem ist immer auf der höheren Ebene viel leichter lösbar wie auf der Problemebene. Vanessa Corrado, deine Wünsche für 2022? Ja, vielen Dank. Also es ist eigentlich im Grunde wirklich so eine gute Zusammenfassung von all den wunderbaren Aspekten, die wir hier schon genannt haben. Ich bin diesmal dabei mit einem Workshop oder mit einem Webinar namens Ätherische Matrix. Und da geht es nämlich genau darum, um unser Inneres, die Matrix. Und dass wir diese innere Wirklichkeit, diese innere Realität wahrnehmen, wieder fühlen und die auch weiterentwickeln und die leben und einfach nicht so sehr von dieser äußeren Realität uns abhängig machen, die ja vor allen Dingen in den letzten Monaten sehr viel Veränderung mit sich gebracht hat. Und wenn wir in dieses Innere, in diese innere Realität, in diese innere Matrix eintauchen und da sind unsere Öle natürlich ideal, um das zu realisieren, dann kommen wir da eben auf diese Vogelperspektivenebene, die du gerade angesprochen hast, Aditya, und sehen das Ganze eben von einer Metaebene und eben nicht von der Ebene, wo ein Problem ursächlich entstanden ist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir eben diese innere Wahrnehmung, diese innere Realität eben auch spüren und leben können. Viel Freude. Die ätherische Matrix. Es ist ja so, dass Ideen oder Schöpfungsarbeit immer auf der geistigen Ebene entsteht. Sokrates, Plato haben das eben die Ideenebene genannt. Und okkult gesehen oder spirituell gesehen ist das der Logos, ist das das Wort, das lebendige Wort Gottes. Wir äußern dieses Wort mit jedem Gedanken. Und wenn dieser Gedanke stark genug ist, durch Emotionen verstärkt, empowert, multipliziert, also sagen wir mal, kraftvoller Gedanke kommt dann als Idee als nächstes in diese ätherische Ebene. Und da wird es jetzt angereichert mit Äthermaterie, mit Ätherpartikeln. Und wenn sie quasi wie eine reife Frucht ist, dann plumpst sie auf die Erde und dann manifestiert sich das in der physischen Welt, in der äußeren Welt, die wir kennen. Deshalb sind ätherische Öle so wichtig für Schöpfungsarbeit. Und deshalb seid euch bewusst, jeder eurer Gedanken, jedes eurer Gefühle zählt. Und wenn ihr das dann auch noch mit Ätherpartikeln anreichert, manifestiert sich's umso eher. Und was machen wir mit einem 24-Stunden-Öle-Marathon? Genau das, wir reichern hier diese Äthermatrix an mit guten Wünschen, mit heilenden Ideen,
mit ganzheitlichen Ideen, mit eins werdenden Ideen. Und das kann jeder zu Hause. Wir spüren euch, auch wenn wir hier nur die Vortragenden sind, die gerade zu sehen sind. Technisch ist es nicht möglich. Wir haben beim letzten Mal 1800 Zuseher insgesamt gehabt, weil das auf verschiedensten Kanälen läuft. Und wir fühlen euch aber. Wir fühlen wirklich das Herz der Teilnehmer. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein sehr gesegnetes Gefühl. Alles, was ihr innerhalb dieses Zeitraums tut, bis Sonntag 16 Uhr, unterliegt diesem Zauber, unterliegt dieser Manifestationskraft. Wenn ihr Öle anwendet, welche Gedanken ihr denkt, welche Wünsche ihr äußert, all das wirkt sich aus. Francis Herdes, was sind deine Wünsche für 2022? 2022 macht jetzt schon Spaß. Ich hoffe, dass viele Menschen ihre größere Aufgabe finden dieses Jahr, dass sie so richtig in dem aufgehen können, was sie tun und damit anderen Menschen so richtig einen Wert geben können. Also mehr Wellness, mehr Entspannung mit den Ölen. Aber wir haben natürlich auch viele Öle, wo wir alte Themen loslassen können, kollektive Themen. Da werde ich nachher in meinem Vortrag auch noch drüber sprechen. Und dass jeder einfach bei sich anfängt und seinen Lieben so richtig in der Balance zu sein, so richtig im Wohlbefinden. Und dann sieht, glaube ich, die ganze Welt am Ende dieses Jahres auch komplett anders aus. Wunderbar. So sei es, so ist es und so ist es geschehen. Liebe Ayla, zuerst mal Applaus und Dank, dass du das alles organisiert hast. Ohne Ayla Büche kein Ölemarathon. Was sind deine Wünsche für 2022? Meine Wünsche für uns alle, für alle Menschen, ist ein Herz voll inneren Frieden, also ein Herz voll Frieden und ein nie erlöschendes, gelassenes Lächeln auf den Lippen. Damit diese Wellen, von denen du gerade gesprochen hast, da ist man manchmal oben, manchmal ist man unten und dass man sich da nicht immer so fürchterlich drüber aufregt, sondern einfach die Fahrt genießt. Sozusagen. Genießt es, der Ozean zu sein. Wunderbar. Vielen Dank, Ayla. Vielen Dank für alles, was du da auf die Beine gestellt hast. Das waren jetzt, glaube ich, 2 Wochen mehrheitlich Arbeit im Dienste des Ölemarathons. Sonst würde das nicht so klappen. Ich möchte mich aber auch bei allen 28 Vortragenden bedanken. Wieder sensationell, ganz, ganz tolle Themen. Es wird live gestreamt auf YouTube, von YouTube gespiegelt auf die Team Enjoy Ölemarathon-Seite. Wir versuchen es auch immer wieder auf die Facebook-Gruppen zu streamen und da hackelt es mal, dann geht es wieder nicht. Deshalb der sicherste Weg ist, ihr schaut euch das auf der Live-Seite an. Da die Facebook-Comments, die Facebook-Kommentare funktionieren auch nicht mehr, weil das Internet wieder vieles sicherer ist. Ich habe schon E-Mails bekommen. Ich kann den Ölemarathon nicht sehen, da steht, zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird YouTube nicht angezeigt. Das heißt, das ist auch 2022, die Technokonzerne ziehen den Sack zu. Wir werden immer mehr geschützt vor Inhalten und zum Schutz unserer Privatsphäre können wir uns das gar nicht mehr auf YouTube anschauen. Ayla, vielleicht hast du im Hintergrund die Möglichkeit, da E-Mails zu beantworten, den Hilfesuchenden, weil das sind so die typischen Sachen, die auch stattfinden. Und mit der Technik muss man wirklich am Ball bleiben, weil es immer wieder neue Filter gibt und alles natürlich im Schutz der Datensicherheit. Und in Wirklichkeit kriegen die Leute nicht mehr die Inhalte zu sehen, die sie gerne sehen würden. Deshalb Facebook-Plugin, Kommentare funktioniert nicht mehr. YouTube wird von gewissen Sachen geblockt und man muss es dann halt immer bestätigen. Und dieses magische Knöpfchen finden, das schafft nicht jeder. Also die Kunst ist ja eigentlich nur suchen oder einen anderen Browser ausprobieren oder einfach das rettende Knöpfchen drücken und dann funktioniert es ja. Ich hoffe für euch alle, das ist möglich. Es wird dann auch in der Team Enjoy Tipps für Öle-Liebenden-Gruppe wieder gepostet, die einzelnen Vorträge, weil wir haben sensationelle Themen. Es wird in der Gesamtheit auch auf dem Team Enjoy YouTube-Kanal zu sehen sein,
auch im Nachgang. Und Francis Herdes macht dann immer die Magic. Sie bettet dann alle drei Livestreams ein. Den ersten Livestream, der ist jetzt gerade startet, die ersten 8 Stunden, glaube ich, sind das, oder 12 Stunden oder 11 Stunden. Im ersten Video, dann im zweiten Video ein 2-stündiges Intermezzo, was immer ich mache, weil das ist von 3 Uhr bis 5 Uhr in der Nacht. Und da wollen nicht so viele Vorträge geben. Dieses Mal habe ich sogar die Ehre, 4 Stunden lang euch durch die Nacht zu begleiten, von 1 Uhr in der Nacht bis 5 Uhr in der Nacht. Und ich habe die Feelings 1, Feelings 2, Gary's Day, Great Day Protocol, Ho'oponopono mit ätherischen Ölen und Divine Destiny für euch vorbereitet. Und das Feelings 2, da könnt ihr euch sehr darauf freuen. Da habe ich also recherchiert, das sind alte Vorträge von Gary Young, Sachen, die Gary zu Ölen gesagt hat, die ihr so vermutlich noch nie gehört habt und die exklusiv sind und die euch auch weiterbringen werden. Weil das natürlich von 2 Uhr bis um 3 Uhr in der Nacht ist, Feelings 2, schaut euch das dann einfach per Aufzeichnung an und nehmt die Inspiration mit, weil diese Öle sind dem Gary Young sehr, sehr am Herzen gelegen, die Feelings-Öle, Feelings 1, Feelings 2, das Great Day Protocol. Und wir haben jetzt noch den Wunsch von mir, Aditya Nowotny, Gründer vom Team Enjoy, deine Freiheit als göttliches Wesen immer behalten. Du hast freien Willen bekommen von deinem Schöpfer und du sollst ihn auch niemals abgeben, weil es ist dein Wille, es ist dein Leben. Behalte und stärke deinen freien Willen. Dazu gehört Eigenverantwortlichkeit, dazu gehört Selbstständigkeit. Dazu gehört Eigenmächtigkeit. Eigenmächtigkeit ist ja so ein negativ stigmatisiertes Wort. Aber auf der anderen Seite ist Ohnmächtigkeit. Und du hast die Wahl, entweder eigenmächtig zu sein, in deiner eigenen Macht zu stehen. Und Macht kommt von Machen, indem man was macht. Oder ohne Macht dazustehen, ohne Machen dazustehen. Und das Interessante ist natürlich, wie Worte von ihrer Wurzel her verstanden werden, zum Beispiel intentionieren, das Wort von Goethe, von Hegel, von Kant, vor 250 Jahren noch durchaus im Begriff, heutzutage sagt jeder nur, ich beabsichtige oder ich nehme mir was vor, aber intentionieren, also diesen Schöpfungsakt in der ätherischen Matrix, der da stattfindet, wenn wir eine Idee runterbringen, der wird nicht mehr angesprochen, das ist eine Absicht, die hat da ihre Absichten. Das heißt, sogar Absicht kann man eigentlich nicht einmal sagen, und etwas vornehmen, das ist so wie etwas versuchen. Nimm dir mal vor, dich hinzusetzen. Ihr kennt das Beispiel mit versuche dich hinzusetzen, weil du kommst nie zur Stuhlfläche, weil du versuchst ja nur dich hinzusetzen. Und so ist es mit diesem etwas vornehmen. Ich nehme mir das vor, naja, aber wann tust du es dann? Und intentionieren ist das Ganze von der Idee über die Schöpfungsmatrix bis zur Umsetzung. Und das ist diese Freiheit, die du hast, weil du bist als Zweites nach dem Ebenbilde deines Schöpfers gemacht. Und was bedeutet das Ebenbild deines Schöpfers? Hat der dieselbe Nase wie du, dieselben Augen wie du, dieselben Lippen wie du oder Haare wie du? Er ist Schöpfer und du bist Schöpfer. Du bist schöpferisches Wesen und du hast diese Macht des Wortes ebenso wie dein Schöpfer. Das heißt, wahre deinen freien Willen, sei in deiner eigenen Macht, sei dir bewusst, dass du ein schöpferisches Wesen bist und achte auf deine körperliche Unversehrtheit, auf deine seelische Unversehrtheit und auf deine geistige Unversehrtheit. Achte auf deine körperliche Unversehrtheit, auf deine seelische Unversehrtheit und auf deine geistige Unversehrtheit. Das ist mein Wunsch für dich für 2022. Sei dir bewusst, du hast einen freien Willen. Das ist dein Geburtsrecht. Der wurde dir vom Schöpfer gegeben. Jedes Wesen hat einen freien Willen von Gott gegeben. Zweitens, du bist ein schöpferisches Wesen. Was du denkst, was du fühlst, manifestiert sich.
mehr oder weniger. Und je mehr du das übst mit der ätherischen Matrix, desto stärker wird sich's manifestieren. Und achte in diesem Jahr 2022 auf deine körperliche, auf deine seelische und auf deine geistige Unversehrtheit. Denn es ist sehr wichtig für die Menschheit, dass möglichst viele Menschen unversehrt sind und unversehrt bleiben.